Ich habe 1700 Euro Panini-Sachen auf dem Tisch. Ich habe Hardcover-Alben. Und ey, ihr wisst, dass ich einer der größten Panini-Fans bin, die es gibt. Alle zwei Jahre ist EM, dann kommt wieder WM, EM, WM. Bin ich dran wie ein Irrer und ich bin echt dankbar. Ich habe Panini eine Nachricht geschickt und die haben mir alles direkt zugeschickt. Ne? Dafür erwarten die gar nichts. Und ich freue mich einfach und bin echt sehr dankbar. Ich habe hier Panini-Stuff im Wert von 1700 Euro, Alter. Was mich ein bisschen irritiert, ist, warum gibt es dieses Mal keine Stadionsticker, Telco? Es gibt keine Stadionsticker. Schwitzerland! Wo sind die Schwitzer? Ist wieder dieser Verrückte dabei? Rakarari oder wie der heißt? Dieser Bekloppte? Baby! Mein erster Sticker. Perfekt eingeklebt, ne? Wie viele Zuschauer hatten wir damals, Telco? Panini morgens. 300, 400. Echt? So viel auch? Überleg mal, also, morgens haben wir auch gestreamt. Um 9 auch morgens damals, ne? Wir haben circa. Uns dann, ja, wir haben einen Outdoor-Stream gehabt bei ihm im Garten, ne? Und haben dort Panini-Sticker aufgegeben. Wir haben Kamera und aufgestellt, zwei Webcams. Alter, das waren so die ersten IRL-Erfahrungen. Das gab's alles nicht auf Twitch, ne? Luka Modric, Alter, wie oft haben wir den auch gehabt? Sag ehrlich, du erkennst das Gesicht schon. Ja. Russland-WM, Füllmaterial. Der Typ war in jedem Päckchen drin bei der WM. In jedem Päckchen. Modric. Alter, was hab ich den gehasst? Weil der in verdammt jeder Packung drin war. Okay, und der letzte Sticker in der Runde. Füllmaterial. Riklason Guklason. Ja, es ist wirklich wie Riklason Guluka Modric. Es ist wirklich wie Füllmaterial, die 360. Dann ein aus Frankreich. Kante. Golo Kante. Hatten wir den letzten Jahr, hatten wir den nicht auch dabei? Dominik Greif. Heißt Dominik Greif, muss ein Deutscher sein, oder? Oder deutsche Eltern oder so. Immer bis jetzt im Stream. Ronaldo am Start, Alter! Ist das Ronaldo? Was? Ich nee, warte, jemand umdreh mal gerade. Nee, das ist nicht Ronaldo. Sah aber so aus, ne? Ich schwör's dir, sieht aus wie Ronaldo. Wie heißt der? Sieht aus wie Ronaldo. Stefan Leiner. Slivel Chosho Hang Vivija. Nee, ich hab noch einen. Leo Faisersen aus Finnland. Der erste Finne. Oh, Baby, hat der schlechte Laune oder was? Du gehst zum Fotoshooting und machst so ein Gesicht oder was? Was ist denn bei dem los? Piatov und Alexander. Ist es noch? Ah, ja, okay. Ja. Welches Land ist das? Lass mich gucken. Oh je, was ist denn das? Guck mal. Komm ich mal hoch. Tschechien. Ist doch nicht Tschechien. Das ist nicht Tschechien. Oh, ich hab wieder einen Deutschen. Ja? Ja, guck hier. Serge Gnabry. Serge Gnabry. Serge Gnabry hat er drin. Holland. Gergorini Vladinum. Da ist er doch. Kennt ihn jemand? Man schaut eigentlich. Deutschland, Toni Kroos. Hast du nicht auch Toni Kroos? Ich hab Toni Kroos, ja. Ist Toni Kroos dieses Jahr Filmmaterial oder was? Mario Rui. Oh, Alter, der ist aber schon auch über 40, oder? Aus Portugal. Alter. Alter, aber ganz schön verlebt, der Mario. Wow. Felix. Ich lieb's, wenn du die Namen vorliest, ohne Scheiß. Robin Lott aus Finnland. Alter, wieder so ein alter Knacker. Ah, 1993 geboren. Nee, doch nicht, Entschuldigung. Tschechien, Cedenik und Rasek. Da ist er. Oh, Brasilien. Brasilien? Dann haben wir hier einmal Kasper Schmeichel. Oh, Brasilien. Achso, du meinst es bei dir. Und einmal Andreas Christensen. Es gibt kein Brasilien bei EM, Telco. Es gibt kein Brasilien bei EM. Die rutscht doch der Ärmel beim. Alibaba mit 5. Warst du eigentlich noch was mit Dirk vom Kreuzfahrtkönig? Ja, ab und zu hast schreiben du wir. Eigentlich klar? Noch? Steven Nzonzi. Oh, ey, jetzt kann ich gar nicht aussprechen. Guck mal. Kannst du das aussprechen? Sprich du den mal aus. Steven Nzonzi. It's coming home, it's coming home, it's coming, football coming home. Ihr seid Briten, asoziale Briten, ihr schlaft unter Brücken oder in der Bahnhofsmission. Okay, nächster Sticker, Ronaldo, komm. Komm! Nein, es ist aus der Schweiz, Yvonne Mongo. Aus Italien, Crio Immobilie. Was ist das denn Immobilien. Für ein Name, Alter? Immobilienmakler. Crio Immobilie. Einfach ein Immobilienmakler. Immobilie. Kennt denn jemand? Nick Poppe. Das könnte schon so ziemlich einer der Top-Anwärter auf hässlichsten
Ganz vorne mit dabei im Voting um den hässlichsten Sticker aus Schottland, Scott McTominay. Martin Bratpfanne. Brat. Martin Bratwatte. Mal ganz ehrlich, Kapital Brable. Lässt er sich die Locken in die Stirn wachsen. Der Kapitän von den Simpsons in dünn. Arr, 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 arr. So sieht der aus, in dünn aber. Okay. An wen erinnert der mich? Wie hieß die Serie, Alle unter einem Dach? Ah, 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 ah. Mr. Urkel, wie hieß der? Mr. Urbans, Urkel, 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 hieß der Urkel? Steve Urkel. Meint, wie sieht der aus, Cristiano Ronaldo? Wie würdest du ihn beschreiben? Also, etwas dunklere Haut hat er, sehr kurze Haare, sehr jung. Das ist schwierig zu beschreiben. Denzel Dumfries. Denzel Dumfries. Ja. Da ist er noch. So habe ich sie ausgesprochen. Und zwar habe ich sie ausgesprochen. Slot Kalmar. Oder Zolt? Nee, Slot. Slot Kalmar. Nee. Doch klar. Slot Kalmar heißt der und fertig. Hier kriegt ihr auch Fußballwissen. Telco zum Beispiel erklärt euch jetzt Abseits. Der Abseits ist, wenn. Wenn keine, also wenn nur ein Spieler im Torbereich ist. Nee, nicht im Torbereich. Ach. Richtig. Nee, ist nicht richtig. Doch, doch. Ey, ich schwör's euch, aber es ist nicht einfach zu erklären. Ohne Witz, alle lachen jetzt und so. Es ist wirklich nicht einfach zu erklären. Wenn in, du bist in deinem Team, du bist der Spieler zwischen Torwart und gegnerischem Spiel. Du bist der Letzte vorm Tor. Vorm Torwart. Ja. Hör zu, Chat! Du bist der Letzte vorm Torwart in deinem Team und kriegst einen Ball gespielt und gepasst. Weißt du, was ich meine? Es muss immer noch ein Spieler der gegnerischen Mannschaft vor dir sein, okay. Sonst ist es abseits. Abseits ist es, wenn der Schiri pfeift, ja. Aber. Letzter Mann. Also, ein bisschen dumm erklärt wahrscheinlich, schwer kompliziert erklärt. Aber es ist schon korrekt. Ich weiß nicht, wie man es besser in Deutsch jetzt ausdrückt. Wann gibt's einen Eckball, Telco? Wenn der Ball neben das Tor geschossen wird. Vom. Richtig. Oder? Okay, da gibt's Eckball. Wenn der Ball neben das Tor geschossen wird. Ja, aber es kommt aber auch drauf an, wo er landet. Doch, ne? Ist richtig, kommt drauf an, wo er landet. Landet er rechts vom Tor, was ist dann? Ja, dann hat der Torwart landet der links vom Tor, was dann? Ja, dann ist der Eckball, oder? Genau. Stimmt das jetzt? Ich weiß es ja nicht. Richtig! Absolut richtig! Ich hab Ronaldo! Ich hab Ronaldo! 100 Euro in meine Tasche! In meine Tasche! Ach, das ist nicht herrlich. Ich hab Ronaldo gezogen. Ah, zieh mal die Kreditkarte durch. Ich komm im EC-Gerät. Glückwunsch! Er zieht einfach Ronaldo! Auch Top 5 der hässlichsten. Zeig nochmal den Sticker. Wie sieht denn der Sticker aus von Ronaldo? Ich habe ihn da total falsch beschrieben. Alter, was ist der auf Chemotherapie? Zeig mal nochmal den Sticker. Mein lieber das Mann, was ist mit dem passiert? Das sieht aber anders aus. So, was hier, wie sieht der denn aus? Giorgio Tsikia. Tschechien, Alex Krall. Alias Tingeltangelbob! Da ist er. So einen gibt's in jedem Panini-Heft, ne, Chat? Frankreich? Pressnel Klimpempe. Pressnel Klimpempe. Und Achtung! Nein! Ich glaube, das sieht für vorne aus. Was ist so? Oh nein, das Maskottchen! Die Nummer 4. Oh mein Gott, zeig mal, wie es aussieht! Das ist das Maskottchen dieses Jahr. Wer ist das denn? Rihanna? Aber sieht schön aus, muss ich echt sagen. Also. Sieht sehr schön aus. Die haben so eine Comicfigur genommen, ja? Okay, guck mal, Chat, mein Frankreich an. Ich will dir ja keine Angst machen. Frankreich 4 für eine Seite, Chat. Lucas Digne, Lucas Hernandez, Steve Mandanda, Dayot Upamecano. Das sind die, die ich brauche. 140, Eden Hazard. Ich habe beide Brüder jetzt drin. Warum spielt der dritte Bruder nicht bei denen? Wo spielt der dritte Bruder? Nee. Ich hab den doch nicht doppelt. Ach, der hat ein Holzbein? Der hat ein Holzbein, der Dritte? Aber wie kann der Fußball spielen?
Und Frankreich, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Das ist ein Big Hit. Der ist auch ein bisschen Flügel geworden, oder? Der ist richtig, der hat richtig. Also, guck mal, wie er lacht. Ja. Ja, aber hier, da hat sich wenigstens Mühe gegeben vor der Kamera. Alter, Leute feiern den richtig ab. Krass, oh mein Gott. Krass, oh mein Gott. Beste Karte, Big Hit. Guck mal, Chat dreht durch. Echt? Ist das Big Hit? Bester Spieler der EM? Frankreich? Kingsley Coman. Jetzt hab ich alles vollgerotzt. Scheiße, bleibt vor Aufregung. Portugal? Ah, Rafael Guerreiro. Auch immer wieder gern gesehen in allen Panini-Alben. Und der letzte, Deutschland, Thilo Kehrer, Thilo Kehrer, ja, da ist er, da ist er. Aus Türkei, Hakan Çalhanoğlu. Hakan Güner, gibt's nicht, war das nicht auch ein Fußballspieler, aber Chat? Oh, no way. Oh, wir fahren wieder, oder? Sein. Aber das ist eine große Nummer. Oh, das ist laut für vorne. Sign for an all-call game. Granit Xhaka, wie kenne ich nicht? Aus der Schweiz. Granit Xhaka. Und einmal aus Belgien, Kevin De Bruyne habe ich. Kevin De Bruyne. Half lost, weil die Kader nicht alle stimmen. Ja, das ist ja, bei keinem Panini-Heft hat der Kader jemals gestimmt. Sind wir mal ehrlich, soll Yogi dieses Kader nach einem Panini-Heft nehmen oder was? Sag mal ganz ehrlich, das ist schon richtig so, oder Chat? So, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, schreiben die Leute, ja! Jogi, ich stelle dieses Jahr auf, wie es im Panini-Heft steht. Ist mir egal, was die Leute denken. Ich mache das dieses Jahr, wie es im Panini-Heft ist. Ich habe alle Sticker gesammelt. Ich kenne alle Spieler gut. Und ich finde es super. Das Grüße nach Italien am Panini. Das ist genau das, wie ich dieses Jahr die Leute spielen lasse. Ne? So lasse ich die Jungs spielen. Ja, Baby! Alter! Mega! Der Old Fame Panini-Style-Logo ist da, Chat. Er ist und da. Das muss die 6 sein. Es ist die Briefmarke. Sein, es ist die Briefmarke vom Panini. So viel Wasserzeichen von Panini gibt es in keinem Sticker, ne? Wie in dem. Alle anderen sind irgendwie so ein bisschen perforiert, dass das mittlere Bild nicht alles Hologramm ist, ne? Krass, Alter. Geil, liebe ich. Khan Ayhan. Auch noch nicht. Alter, der heißt echt so. Khan Ayhan. Da hat der Vater sich auch gedacht, Alter. Wir nennen so einen Khan Ayhan. Khan Ayhan. Khan Ayhan. Der Vater von dem hat Humor. 100%. Das kann nicht. Er hat ein. Das Euro-Logo. Alter! Ey! Du machst deine erste Seite mit die Startseite sein, die du vorhast. Du hast schon 3 Holos auf der Startseite, ne? Ja. Was? Einfach mal lecken an dem Ding. Weißt du, wie das schmeckt? Aber das war nicht so lecker. Doch. Ich glaub, irgendwie diesmal schmeckt motriger. Diesmal schmecken die echt gut. Xaver Schlager! Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Xaver aus Tirol. Meine Rieder dampeln Baren sind der Wahnsinn von dem Adel Mafeko. Er wundert der NATO. Bist der Bot oder was? Aus Niederlande. Nathan Acke. Alter, noch ein Tingeltangelbob. Man könnte meinen, wir hätten den schon. Nein, haben wir nicht. Harry Kane, England. Was für ein Bitch. Also, was ist das? Was für Harry? Aber Harry Kane ist krass. Das ist Harry Kane. Harry Kane, mega. Sascha. Kieran, Tripper. Ich habe heute schon mal irgendeinen Tripper gehabt auch, ne? Kamil Glick. Sagt mir auch was. Ilkay Gündogan. Den habe ich nicht. Den habe ich nicht. 100%, ich habe den nicht. Dann haben wir aus Russland Anton Schunin. Das ist der Torwart. Alter, der macht sich wieder nass, Alter. Das gibt's nicht. Es gibt's nicht. Ey, herzlichen Glückwunsch, Telco. Alter, er wichst mich wieder weg. Es ist Wahnsinn. Alge.